السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Schon länger her, wo wir uns befasst haben mit dem Kapitel, mit dem Kitab Tawhid. Deswegen, inshallah, eignet es sich sehr gut, dass am Ende jedes Kapitels, nachdem wir die ganzen Hadith und die Verse besprochen haben, kommt am Ende eine Zusammenfassung des Nutzens, den wir aus dem Kapitel ziehen. Und zwar haben wir letztes Mal ein Kapitel angefangen und wir haben die Hadithe erklärt und die Verse erklärt. Und was wir jetzt machen ist, ich lese einfach nur nochmal die Hadithe und die Verse vor und danach ziehen wir die Nutzen aus dem Kapitel und dann springen wir zum nächsten Kapitel, inshallah ta'ala. Und inshallah versuche ich mich zu halten an dreiviertel Stunde bis eine Stunde, inshallah. Dreiviertel bis eine Stunde, inshallah ta'ala. Das Kapitel ging um das Tragen von Ringen. Und Tragen von Armreifen und von Ketten und von Fäden oder Seilen, um Übel abzustoßen und um Übel zu beseitigen, also abzuwenden und zu beseitigen, haben wir gesagt, ist ein Teil des Schirk. Und dann haben wir einige Verse dazu erwähnt oder ein Vers dazu erwähnt. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ berichtet mir über das, was ihr neben Allah anruft. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره wenn sie mir etwas Übles antun wollen, können sie dann dieses Übel oder wenn Allah mir etwas Übles antun möchte, können diese Götter dann dieses Übel von mir abwenden? Das ist der Vers, aus dem der Autor entnommen hat, dass diese falschen Götter, die sie anbeten, in Wirklichkeit keinen Nutzen und, bringen können und keinen Schaden verfügen. Was ist das der Zusammenhang zwischen diesem und dem Tragen von Ringen und Armreifen und so weiter? Haben wir gesagt, der Zusammenhang ist der gleiche. Denn diese falschen Götter, die sie anbeten, sind genauso machtlos wie diese Ringe und diese Kleidungsstücke, die sie tragen, um Unheil abzuwenden oder zu beseitigen. Dann hat der Autor einen Hadith erwähnt über Imran ibn Husayn, radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Mann sah, der einen Ring aus Gold hatte oder ein Armreifen aus Gold hatte. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ma hadi, was ist das? Dann sagte er, ich trage es wegen Schmerzen am Handgelenk oder am Arm. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zieh es aus, denn es wird dir deine Schwäche nur noch vermehren. Und wie gesagt, die Schwäche gemeint ist auch, kann gemeint sein, die psychische Schwäche, weil man hält sich fest an Sachen, die in Wirklichkeit keinen Nutzen haben. Und wenn man dann diesen Ring auszieht, plötzlich fühlt man sich noch schwächer psychologisch. Das ist eine Sache. Und zweitens im Jenseits sowieso. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam den entscheidenden Satz, فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. Wenn du stirbst, während du diesen Reifen immer noch trägst, dann wirst du niemals erfolgreich sein. Das ist der Hadith, den wir erwähnt haben. Und der Autor sagte, dass der Imam Ahmad rahimahullah diesen Isnad überliefert hat und sagte, der Isnad ist in Ordnung. Das Isnad ist in Ordnung. Tatsächlich allerdings gibt es im Isnad zwei Schwächen. Insofern wird der Hadith als Daif eingestuft. Aber was uns interessiert, ist der Inhalt des Hadithes und der Inhalt ist zweifellos richtig. Und einige Hadithe, die der Autor manchmal erwähnt, sind nicht authentisch. Manchmal sind sie authentisch, aber wir erwähnen das inshallah immer im Zusammenhang. Wie dem auch sei, die Bedeutung des Hadiths ist unumstritten richtig. Des Weiteren hat der Autor einen Hadith überliefert über Uqba ibn Amir radiallahu anhu. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer ein Amulett oder ein Talisman trägt, möge Allah ihm seinen Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Oder möge Allah ihm das, was er sich wünscht, nicht geben. Denn er wünscht sich, dass er dadurch Schaden abwendet oder Schaden beseitigt. Und dann sagt er, وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. Und wer eine Muschel trägt oder Muscheln trägt, um damit eben, gemeint ist damit eben Übel zu beseitigen oder abzuwenden, möge Allah ihm sein Leiden nicht hinfortnehmen. Möge Allah ihm sein Leiden nicht hinfortnehmen. Und dieser Hadith ist sahih. Und in einer anderen Überlieferung heißt es noch strenger als das, مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. Also wer so ein Amulett trägt oder ein Talisman trägt, der hat Schirk begangen. Und wir werden wir gleich nochmal im Anschluss sagen,
Wir haben gesagt, es gibt einen großen Schirk, einen kleinen Schirk. Und auch in dieser Thematik, genau in dieser Thematik, in der wir uns befinden, kann es auch um den großen Schirk gehen, kann es auch um den kleinen Schirk gehen. Dann haben wir einen Hadith überliefert, von Ibn Abi Hatim herausgegeben, über Hudhaifa ibn al-Yaman, radiallahu anhu wa arda, dass er einen Mann sah, der in seiner Hand einen Faden gebunden hatte, an seiner Hand einen Faden gebunden hatte. Dann ist er hingegangen und hat ihm den Faden weggerissen und hat er den Vers aus dem Koran gelesen. Und die meisten von denjenigen, die an Allah glauben, sind Mushrikun, sind Götzendiener. Und die meisten von denjenigen, die an Allah glauben, sind Götzendiener. Und das ist die Wahrheit. Die meisten Menschen auf der Welt glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, aber die meisten von ihnen sind leider Götzendiener. Und auch diese Geschichte ist schwach. Auch diese Geschichte ist nicht authentisch überliefert, aber wie dem auch sei, uns interessiert den Inhalt der Geschichte. Übrigens, der Mann hat diesen Faden getragen, wegen was? Wegen Fieber. Und in der heutigen Zeit ist das, also wenn wir diese Beispiele erwähnen, dann heißt es nicht nur, dass die Beispiele dass diese Thematik nur für diese einzelnen Beispiele gilt, sondern in der heutigen Zeit findet man, wie wir auch schon erwähnt haben, andere entsprechende Sachen, die genau in die gleiche Kategorie fallen. Wie zum Beispiel findet man manche Leute, sie hängen ein Bild auf von einem Auge oder ähnliches, um Al-Ain abzuwehren. Ein oder Nazar, sagen manche Leute. Und das ist genau das gleiche Feld in die gleiche Kategorie. Und deswegen geht es hier um Beispiele, die erwähnt werden. Okay, diese Hadith haben wir erwähnt und diese Überlieferung haben wir erwähnt. Jetzt wollen wir ein bisschen Nutzen ziehen aus dem, was wir gelernt haben und aus dem, was wir gehört haben. Denn erklärt haben wir die Hadith ausführlich beim letzten Mal. Aber beim Nutzen, inshallah, ziehen wir den gleichen Nutzen noch einmal ausführlicher. Salam. Erstens einmal haben wir gelernt, dass es sehr schlimm ist, dass man solche Sachen trägt, wenn man daran glaubt, dass es wirklich etwas nutzt. Das ist eine sehr schlimme Sache. Das haben wir daraus gelernt. Und dass man wirklich diese Sache an sich sehr übel nehmen muss. Denn es fällt in die Kategorie von Ashirk. Und Ashirk ist Schlimmeres gibt es nicht als das. Zweitens, dass wenn ein Sahabi, radiallahu anhu arda, stirbt, während er solche Sachen macht, dann wird er niemals ins Paradies eingehen. Und wenn das gilt für einen Sahabi, dann gilt das erst recht für Leute, die keine Sahabi sind. Denn die Sahaba sind nach den Propheten die besten Menschen. Drittens, ziehen wir aus diesem gleichen Nutzen, dass er niemals erfolgreich sein wird. Warum wird er niemals erfolgreich sein? Weil es Teil des Schirk ist. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigesetzt wird. Allah vergibt Schirk nicht, Allah vergibt Götzendienst nicht, Allah vergibt viel Götterei nicht, mehrere Götter und so. Und jede Form von Schirk vergibt er nicht. Nach einer Auslegung, nämlich ist hiermit gemeint der große Schirk und der kleine Schirk. Und wenn gemeint ist der große Schirk und der kleine Schirk, dann fällt diese Kategorie ganz komplett da auch rein. Und das beweist uns, dass der kleine Schirk schlimmer ist als die großen Sünden. Also es ist die größte der großen Sünden. Wir wissen, es gibt drei Stufen von Sünden. Es gibt die ganz großen Sünden, die einen aus dem Islam rauswerfen. Dann gibt es die großen Sünden und dann gibt es die kleinen Sünden. Und von den großen Sünden gibt es Stufen, zweifellos. Zweifellos. Und diese Einteilung hat Allah subhanahu wa ta'ala darauf hingewiesen im Koran. Es gibt also, von den großen Sünden gibt es auch nochmal größere und kleinere Sünden. Ja? Zum Beispiel, wal'iyadu billah, jemand, der 10 Euro Zinsen nimmt, ist nicht gleich wie jemand, der 100 Euro Zinsen nimmt. Das eine ist schlimmer. Wenn du die Sünde an sich nimmst, jemand, der Zina begeht mit der Ehefrau seines Nachbarn, ist nicht so, wie wenn er mit einer Frau, die fremd ist, die eigentlich gar nicht kennt oder nicht verwandt ist mit ihm. Das ist ein Unterschied. Insofern unterscheiden sich diese Sünden. Und es ist überliefert worden über Ibn Mas'ud, radiallahu anhu arda. Auch hier habe ich keine authentische Überlieferungskette gefunden, aber die Bedeutung des Hadiths interessiert uns. Und zwar wird ihm zugesprochen, dass er gesagt hat, warum bin ich vorsichtig und sage, ich habe keine authentische Überlieferung? Weil der Autor
Hier hat erwähnt, dass der Hadith ist bei Abd al-Razzaq in seinem Musannaf und auch bei al-Tabarani in al-Kabir. Und beide Überlieferungsquellen sind schwach. Beide sind schwach, aber das schließt nicht aus, dass es nicht ein anderer Hadith überliefert gibt, wo es sahih ist. Kann sein, der Autor hat es nicht gefunden. Deswegen, wer urteilt über Hadithe, letztendlich, ob sie sahih sind oder daif? Jemand, der ein riesiges Allgemeinwissen hat von Hadithen, die es auf, sage ich mal, auf dem Markt gibt, ja, damit er weiß, was es gibt und was es nicht gibt, bevor er einfach so urteilt. Aber die Bedeutung des Hadithes ist zweifellos korrekt und sagte Abdullah, wird ihm zugesprochen, dass Abdullah ibn Mas'ud, der Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, einer der Koranleser, einer, die den Koran auswendig konnten und einer der Gelehrten des Sahaba war, ja. Er sagte, لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. Er sagte, dass ich bei Allah subhanahu wa ta'ala schwöre und dabei lüge. Dass ich bei Allah schwöre und dabei lüge, ist mir lieber, als dass ich bei jemand anderes außer Allah schwöre und dann die Wahrheit spreche. Ja. Warum? Weil bei Allah zu schwören, das ist eine Ibadah. Dabei zu lügen, ist eine schwere Sünde, eine der großen Sünden. Aber bei jemand anderes zu schwören außer Allah, ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Schirk. Und deswegen ist es ein Beweis, dass die großen Sünden, es gibt noch größere als die großen, der kleine Schirk. Und wir haben gelernt, dass das Schwören bei jemand anderes außer Allah ist eine Form des kleinen Schirkes. Ja. Tayyib. Dann sagt der Autor, was wir nutzen ziehen aus den Geschichten, die wir erwähnt haben, dass man für Unwissenheit nicht entschuldigt wird in dieser Thematik. Und diese Sache, da stimmen wir nicht ganz zu mit dem Autor, was er hier sagt. Nicht ganz, weil wir machen das noch ein bisschen detaillierter. Wir sagen, es gibt Situationen, in denen man, also so allgemein sagen wir es nicht, weil es gibt Situationen, in denen man für Unwissenheit entschuldigt wird, und das ist auch, hat der Prophet auch gemacht, selbst. Und es gibt Situationen, in denen man für Unwissenheit nicht entschuldigt wird. Wann wird man entschuldigt, wann wird man nicht entschuldigt? Das ist einfach eine logische Sache. Wenn ich in einem im Rub' al-Khali aufwachse, also im leeren Viertel da in der arabischen Wüste, und unter Leuten aufwachse, die kein Wissen haben und mir auch nichts beibringen können und ich auch nicht die Möglichkeit habe zu fragen, und wachse auf und man bringt mir bei, wie es bei manchen Leuten bekannt ist, dass man erst ab 15 Jahren beten muss und fasten muss und überhaupt zur Verantwortung gezogen wird, dann, wenn solch eine Person dann eine Zeit, ein paar Jahre lang, vielleicht schon ab 12 Jahre schon baligh gewesen, ja, wenn solch eine Person dann 2-3 Jahre lang nicht gebetet hat, sagen wir der Person nicht, dass sie alles nachholen muss, sagen wir, du hast es nicht gewusst und ab jetzt fängst du an zu beten und informier dich immer, wenn du irgendeine Frage hast über deine Religion. Aber jemand, der unter Gelehrten lebt, oder in der Stadt lebt, wo er normalerweise immer Leute auffinden kann, wo er Muslime um sich hat, die er fragen kann, die er sieht, dass sie beten und so weiter und so fort. Diese Person, wenn sie nicht gebetet haben, sollte eine Zeit lang sagen, wie er, du musst deine Gebete nachholen oder dein Fasten nachholen und so weiter und so fort. Also das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen. Und das gilt sowohl für Al-Kufr als auch für die Sünden. Wie ich gesagt habe, einer hat nicht gewusst, wenn einer nicht gewusst hat, dass er beten muss. Und er hat auch nicht nachgefragt, ja, also zum Beispiel, weil er 14 Jahre schon alt war, das ist eine Sünde, keine Frage, eine schwere Sünde. Aber wir sagen, diese Person kann es sein, dass sie dafür entschuldigt wird. Für Kufr auch. Also es kann sein, dass eine Person Kufr begeht und weiß nicht, dass es Haram ist. Und weiß nicht, dass es Kufr ist. Oder es kann sein, dass eine Person überhaupt Kafir ist und vom Islam nichts erfahren hat. Und auch kann sein, dass sie stirbt und vom Islam nicht erfahren hat. Oder falsch erfahren hat. Und deswegen sowieso nach der richtigen Ansicht, solche Personen werden von Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag oder am Tag der Auferstehung oder Yawm al-Qiyamah oder Yawm al-Akhirah oder Tag der Versammlung, wird Allah subhanahu wa ta'ala sie befragen und sie prüfen, und je nachdem wird er sie in die Hölle eingehen lassen oder durch seine Barmherzigkeit ins Paradies eingehen lassen. Okay, dann ein weiterer Nutzen, den wir ziehen aus diesen Hadithen, ist, dass in Wirklichkeit, wenn du solche Sachen anziehst, dein Nutzen ist überhaupt nichts. Du nutzt überhaupt nichts davon, du hast auch keinen Profit davon, sondern du schadest dir nur selbst. Im Diesseits und im Jenseits. Im Diesseits, weil du machst dich abhängig von solchen Sachen und du denkst, es hilft dir, und psychologisch gesehen ist es ganz schlecht für dich und für dein Iman sowieso. Und im Akhira sowieso, wenn es eine schwere Sünde ist. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith, es wird dir deine Schwäche nur noch vermehren. Es wird dir deine Schwäche
nur noch vermehren. Fünftens lernen wir daraus, dass wir es einer Person, die so etwas macht, übel nehmen. Schwer übel nehmen, dass sie so etwas tut. Und nicht einfach sagen, einfach dahin leben lassen, sondern wir versuchen, das Übel, soweit wir können, zu beseitigen. Wie in dem Hadith, der über Hudhayfa beliefert wird, er geht hin und nimmt das Seil und reißt es einfach ab. Muss man sich vorstellen, ja. Und natürlich solche Sachen, ist ein extra Kapitel für sich, wann beseitigt man ein Übel selbst. Ich meine, eine wichtigste Voraussetzung, die wichtigste Voraussetzung überhaupt, du kannst nur ein Übel beseitigen, wenn du auch dazu imstande bist und du dich davon und du davon ausgehst, dass durch deine Sache, die du tust, dein Übel nicht noch größer wird, ja, dass nicht noch schlimmer wird, etwas passiert. Also du musst auch irgendwie eine Macht haben über die Person, mit der du redest. Und das besonders die Eltern mit den Kindern, die haben die Macht. Normalerweise die Eltern haben die Möglichkeit mit ihren kleinen Kindern oder mit ihren Jugendlichen oder was weiß ich, mit den Kindern so etwas zu machen. Okay. Dann des Weiteren, sechstens, dass in einem Hadith heißt es, wer so etwas aufhängt, eine Tamima, also so ein Talisman oder Amulett oder so ein ähnliches, der ist diese Sache selbst überlassen. Er ist dieser Sache selbst überlassen. Das heißt also, am Tag der Verstörung kann er von dieser Sache verlangen, ob sie ihm irgendwie hilft. Siebtens, dass es Schirk ist. Achtens, dass wenn man so etwas aufhängt wegen Fieber, das gehört auch zum Schirk dazu. Wenn man so aufhängt, um sich zu heilen, gehört das auch zum Schirk dazu. Neuntens, dass die Sahaba, wenn die Überlieferung über Hudhayfa stimmt, dass die Sahaba allgemeine Verse oder Verse, die allgemein gehalten sind, für spezielle Situationen anwenden. Und das ist wichtig. Und zwar Hudhayfa hat den Vers وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Das heißt, die meisten von ihnen, die an Allah glauben, sind Götzendiener, Mushrikun. Das ist normalerweise das, was man versteht. Aber trotzdem, die sprachliche Bedeutung von Mushrik ist größer als nur jetzt der große Schirk. Ja? Kann auch der kleine Schirk bedeuten. Und er hat diesen Vers, der allgemein gehalten ist und eher auf den großen Schirk hinweist, heißt das, weil wir das gewohnt sind. Die Mushrikun sind normalerweise die Götzendiener. Ja? Da meint man normalerweise nicht einen Muslim, der Schirk begeht, meint man nicht. Ja? Und trotzdem hat er diesen Vers verwendet, um zu beweisen, dass der kleine Schirk verboten ist. Das ist ein Vorteil oder ein Nutzen. Zehntens, das auch dazu gehört, wenn man Muscheln aufhängt, um sich vor Ein zu schützen. Und wie ich gesagt habe, das sind alles nur einzelne Beispiele. Heutzutage gibt es auch noch andere. Elftens, dass man Dua macht gegen die Person, die so etwas getan hat, sagt der Autor. Dass man Dua macht, wenn seine Person sieht, dass man gegen sie Dua macht, Gebet gegen ihn spricht. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat uns auch in anderen Situationen, in einer anderen Situation beigebracht, dass wir Dua machen gegen die Person, gegen einen bestimmten Sünder. Und zwar sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn du jemanden siehst in der Moschee, der nach seinem verlorenen Gegenstand ruft, nimmt das Mikrofon zum Beispiel und sagt, wer meine Uhr gefunden hat, bitte soll mir Bescheid sagen und ich habe das verloren, dann soll man zu ihm sagen, La raddahu Allahu, La raddahu Allahu alaik. Möge Allah es dir nicht zurückgeben. Möge Allah es dir nicht zurückgeben. Und auch in einem in anderen Hadith hat der Prophet sallallahu gesagt, wenn ihr jemanden seht, der in der Moschee Handel treibt, also kauft und verkauft, sollt ihr sagen, möge Allah deine Tijara, also deiner Tijara keinen Gewinn erbringen. Möge Allah dir keinen Gewinn erbringen durch deine Tijara, die du machst. Weil das ist beides, die Illa dafür ist, weil die Moscheen sind nicht dafür gebaut worden, dass man Handel treibt in den Moscheen oder daraus ein Such, was weiß ich. Moment. Jetzt, Frage am Ende. Frage am Ende. Schade. Jetzt, Frage, sollen wir wirklich Dua machen gegen eine Person, die ein Amulett getragen hat und ihr sagen, möge Allah deine Krankheit nicht hinfortnehmen und so und so fort? Machen wir nicht, sondern wir machen es am besten, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat oder aus uns beigebracht hat. Wir sagen der Person einfach, pass auf, die Sache ist verboten, die ist haram, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer so etwas trägt, möge Allah sein Unheil nicht hinfortnehmen. So sagen wir es im Allgemeinen. Ja. So hat ihn der Dua des Propheten erreicht, wenn es ihn erreichen soll. Und so haben wir ihn nicht direkt angesprochen,
Denn vielleicht kann es sein, dass die Person dadurch noch mehr abgeschreckt wird, gerade wenn die Person vielleicht schwachen Iman hat oder ähnliches. Insofern ist es am besten, dass man ihm einfach den Hadith sagt, weil der Prophet das und das und das gesagt hat. Aber wenn du gegen die direkt Dua machst heutzutage, dann kann es sein, redet nicht mehr mit dir. Tayyib, wir kommen zu einem neuen Kapitel. Alhamdulillah. Das Kapitel heißt Babun Maja'a fi Ruqa wa Tamaim. Was überliefert ist über Ar-Ruqa und Tamaim. Jetzt sage ich gleich, Ar-Ruqa ist der Plural von Ruqyah auf Arabisch. Und Ruqyah bedeutet das Lesen. Al-Qira'a. Das Lesen. Okay? Und es geht es darum, wie steht das Thema, die Thematik Ruqyah, das Lesen von irgendwelchen Sachen, um geheilt zu werden und so weiter und so fort, vorlesen, aufsagen, lesen, so in dem Sinne. Wie steht das in der Thematik, im Zusammenhang mit der Thematik von Talismännern und Amuletten und solchen Sachen? Und Tamaim, mit Tamima ist jetzt in diesem Kapitel gemeint, vorhin haben wir geredet, Tamima über Talismänner und solche Sachen, aber jetzt meinen wir Tamima besonders, meint der Autor jetzt, wenn man einem kleinen Kind oder einem Kind etwas umhängt, wodurch er geschützt werden soll. Ja, speziell ein Kind. Und Tayyib, er sagte, der Autor, rahimahullah, erwähnt ein Hadith bei Al-Bukhari und bei Muslim, er sagte über Abi Bashir Al-Ansari, radiallahu anhu, er erzählt uns, dass er mit dem Prophet, mit dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, auf manch seiner Reisen war. Und dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, jemanden geschickt, der unter den Leuten Folgendes ausrufen sollte. Also der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, schickt einen anderen Gesandten, das ist der Gesandte des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, und er schickt ihn, damit er unter den Leuten, die mit ihm auf der Reise waren und ihre Tiere dabei hatten, Folgendes ausrufen sollte. Er sagte, Alla yabqiyanna fi raqabati ba'irin qilada min watarin aw qilada illa qut'at. Er sagte, dieser Gesandte des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn am Halse eines Kamels ein Halsband ist oder ein Halsband aus Sehnen ist, muss es durchtrennt werden. Das ist der Überlieferer zweifelt. Der Überlieferer zweifelt. Er sagt, wenn am Halse eines Kameles ein Halsband aus Sehnen oder, vielleicht hat der Prophet auch gesagt, allgemein nur ein Halsband, ja, eins von den beiden, dann muss es durchtrennt werden. Also, und richtiger ist, sagt der, heißt es hier in der Auslegung, richtiger sagt, gemeint ist ein Halsband aus Sehnen, weil das ist das, was allgemein anscheinend da verbreitet war. Man hat Sehnen von Tieren genommen und sie um die Hälse von den Kamelen gebunden, um eben wieder Nutzen zu erwerben oder Schaden zu beseitigen oder Schaden zu beheben. Und man glaubte, dass diese Sachen wirklich nutzen können. Und sie pflegten das eben von den Sehnen von Tieren zu nehmen. Okay, und wir haben gesagt, nochmal zusammengefasst, wir haben gesagt, dass wenn eine Sache nutzt und schadet, ja, nutzt und schadet, dann kann es nur auf zwei Sachen zurückzuführen sein, dass wir wissen, dass es nutzt und schadet. Zwei Sachen, gibt keine dritte Sache. Erstens haben wir gesagt, der Gesetzgeber hat es uns mitgeteilt. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass die Fatiha ist eine Ruqya, ist ein Heilmittel, mit dem man heilen kann. Und allgemein Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt, der Koran, der ganze Koran. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns bestimmte Duas beigebracht, Adria beigebracht. Und überhaupt allgemein hat uns beigebracht, wenn du Allah anbetest, dass er dich heilen soll, das ist eine Form der Ruqya. Allah wird es inshallah erhören. Dann die zweite Kategorie von Heilmitteln sind diejenigen Ausprobierten, die durch Erfahrung und experimentös herausgefunden sind, durch Erfahrung, die man herausgefunden hat, die nachweislich herausgefunden hat, dass sie wirklich nutzen. Ja, das sind die heutigen Medikamente, die man verwendet. Die dritte Kategorie ist alles verboten. Die dritte Kategorie ist, wenn man Sache nimmt, die nicht nachgewiesen, dass sie wirklich nutzt, und man glaubt, auf jeden Fall, das haben wir ausführlich schon behandelt, alhamdulillah. Und weil eben das Aufhängen einer Sehne von einem Tier, Sehnen, überhaupt keinen Nutzen hat und keinen Schaden bringen kann,
hat der Prophet das verboten und als Schirk abgestempelt. Und deswegen hat er angeordnet, dass man es also vernichten soll. Allerdings, wenn man einem Kamel zum Beispiel irgendwas umhängt, ein Seil oder aus Wolle oder was auch immer, damit man wie in Form von Zügel, ja, das darf man natürlich, ein Kamel darf man ein Seil umbinden, damit man es zieht, darf man, wenn man das machen möchte. Aber gemeint ist hier eben, dass man glaubt, dass es irgendwie nutzt oder schadet. Gut. Aus diesem Hadith alleine ziehen wir auch ein bisschen Nutzen, viel Nutzen. Und zwar, dass der Verantwortliche für das Heer oder Verantwortliche für ein Land oder ein Volk oder was auch immer, dass er auch sich kümmern muss um die Zustände derjenigen, die er anführt. Und dass er auch, falls jemand verloren geht, dass er auch darauf achten muss, dass niemand verloren geht, darauf muss er auch achten. Deswegen ist überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei solchen Reisen hinten war, falls jemand ihm was untergefallen ist oder jemand zu langsam ist oder was weiß ich, dass er ihn auffängt und dass er nicht dann alleine irgendwo in der Wüste rumwandert. Dann, dass er sich um sie zu kümmern hat, so dass sie nur Sachen tun, die halal sind und die mit der Scharia übereinstimmen. Und wenn sie etwas Verbotenes tun, muss er es ihnen verbieten. Kann ich einfach sagen, jeden darf machen, was er will. Drittens, das Thema gerade an sich selbst, dass man einem Tier nichts umhängen darf, weil man denkt, es nutzt oder schadet. Überhaupt. Okay. Denn das ist eine Form von Schirk, wenn es nicht gesetzlich oder nachweislich nutzt oder schadet. Und natürlich, selbstverständlich, nochmal betonen, etwas offensichtlich, es geht nicht um den Hals, sondern es geht, du kannst auch woanders hinhängen. Also immer das Gleiche. Ja, macht keinen Unterschied. Okay. Dann, viertens, dass man Al-Munkar, das Übel, beseitigen muss, soweit man kann. Entweder selbst beseitigt oder jemanden beauftragt, der es beseitigt oder was auch immer. Hauptsache, es wird beseitigt oder wenn man nicht beseitigen kann, dass man es wenigstens sagt, dass es ein Übel ist, und wenn man das auch nicht kann, muss man mindestens, wie heißt es, ist im Herzen verabscheuen. Denn das ist das Mindeste, was ein Muslim machen kann. Er verabscheut den Munkar im Herzen. Der Autor erwähnt einen neuen Hadith über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu wa ardah. Und zwar sagte er, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen. Er sagte, wahrlich Ar-Ruqa, das Ruqya, und At-Tama'im, das Aufhängen von, also Ruqya, das Lesen, Aufsagen von Texten. Und At-Tama'im, habe ich gesagt, das Aufhängen von irgendwelchen Talismanen oder was ich, bei Kleinkindern, dass es nutzt und Schaden oder schadet, Schaden abwendet. Und At-Tiwala, gleich was ist, er sagt, all diese Sachen sind Schirk. Alle diese Sachen sind Schirk. Okay. Wollen wir erstmal verstehen, was mit diesem Hadith gemeint ist. Ruqya, gibt es verschiedene Arten von Ruqya. Und gemeint ist, was hier verboten ist an Ruqya, ist, was der Scharia widerspricht. Die Formen von Ruqya, die der Scharia widersprechen. Denn es gibt manche Formen von Ruqya, die natürlich mit der Scharia konform sind. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, der bekannte Hadith, wo er am Ende, also wo er den Stammeshäuptling geheilt hat durch die Fatiha, hat am Ende der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, was lässt dich wissen, dass die Fatiha eine Ruqya ist? Also wissen wir aus diesem Hadith, der bei Bukhari ist, wissen wir, dass zweifellos gibt Formen der Ruqya, die halal sind. Okay. Was ist also gemeint? Gemeint ist mit verbotenen Formen von Ruqya allgemein Sachen, die Schirk beinhalten. Und wir werden gleich am Ende des Kapitels, am Ende des Unterrichts, werden wir inshallah diejenigen, wenn wir die drei Voraussetzungen erwähnen, dass Ruqya halal ist. Drei Voraussetzungen erwähnen, dass Ruqya halal ist. Okay. Und warum sagen wir eigentlich so einfach, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Ruqa sind Schirk. In dem Hadith. Die Ruqa, alle Formen von Ruqya, sagte er, die Ruqya sind Schirk. Wieso können wir einfach sagen, wie heißt es, er meinte nicht jede Form von Ruqya, er meinte eine bestimmte Form von Ruqya. Yani sagen wir einfach das, weil wir denken, dass es muss so sein, oder weil wir das Recht haben, die Aussage des Prophets einzuschränken oder sonst irgendetwas. Das ist eine wichtige Sache. Wir betonen sehr oft, oder versuchen sehr oft zu betonen, dass hier geht es darum, dass wir mehrere authentische Hadithe haben, die sahih sind, alle sind sahih. Und
der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir glauben alle, der Prophet sallallahu alaihi wasallam widerspricht sich nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam widerspricht sich nicht. Und sogar der Kontext des Hadithes oder die Aufzählung der Sachen, die der Prophet in diesem Hadith erwähnt hat, weisen auch darauf hin, dass gemeint ist, die Ruqya, die Schirk beinhaltet. Die Ruqya, oh Leute, die Ruqya, die ich nicht euch vorgemacht habe, das ist verboten. Macht das nicht. Ja? Und das Wichtigste bei der Ruqya ist was? Dass du dann glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der Wirklichkeit heilt. Und deswegen, dadurch wird die Aussage des Professors eingeschränkt, weil er selbst gesagt hat, die Fatiha ist eine Ruqya, und er hat selbst Ruqya mit sich selbst gemacht, der Professor, mit den letzten drei Suren des Koran. Insofern haben wir nicht einfach den Hadith einfach so eingeschränkt und gesagt, der gilt nicht und der gilt, wie wir wollen, sondern weil es andere Hadithe gibt, die der Professor ausgesprochen hat. Und das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist eine grundsätzliche Vorangehensweise. Hätten wir keine Hadithe, die das erlauben, hätten wir gesagt, jede Form von Ruqya ist haram. Hätten wir gesagt, jede Form von Ruqya ist haram. Fertig. طيب. Er hat gesagt, Ruqya, die Ruqyas sind Schirk, dann At-Tama'im sind Schirk. Habe gesagt, dass es man kleinen Kindern anhängt. Und er sagte, At-Tiwala. Okay. Gleich erkennen wir, was At-Tiwala ist. Leider ist es nur so, dass heutzutage oder kehren wir zu den Kindern zurück. Kinder. Wenn jemand Angst hat, dass jemand auf sein Kind neidisch wird, weil es zum Beispiel gut aussieht, oder irgendwas Tochter oder so, sieht gut aus zum Beispiel. Und man hat Angst, dass jemand Nazar macht, Ein macht. Ja. Dann, manche Leute, was machen sie? Sie ziehen diesem Kind eben nicht so schöne Sachen an, damit die anderen Leute nicht auf ihn neidische Blicke werfen. Ja? Und das, inshallah, ist nichts Schlimmes. Im Gegenteil, inshallah, gehört das zur Sucht. Sucht, kennt ihr den Ausdruck, inshallah. Braucht man nicht, wie bitte? Sucht, dass man versucht, sich ein bisschen von diesen tollen Sachen in diesem Leben abzuwenden. Sich mehr Allah subhanahu wa ta'ala zu widmen. Frömmigkeit ist eine gute Übersetzung. Frömmigkeit ist eine gute Übersetzung. Dass man nicht luxuriös lebt. Das ist dann absichtlich für Allah subhanahu wa ta'ala nicht luxuriös lebt. Und so hat es der Prophet subhanahu wa ta'ala gemacht. Und so hat es Abu Bakr gemacht und Uthman gemacht. Und sie waren ja auch reiche Menschen zum Teil. Ja? Und der Prophet, wenn er wollte, wäre er ein reicher Mensch gewesen. Aber er hat alles, was er besitzt, für Allah subhanahu wa ta'ala ausgegeben, obwohl es halal wäre für ihn zu behalten. Er hat es nicht gemacht. Das ist eine Form von Zuhd. Deswegen, Zuhd ist eine gute Sache, wie jeder andere Sache, was man braucht, sie nicht, übertreiben. Machen sie extrem von Zuhd ist was, dass man überhaupt nicht mehr sich kümmert um das Diesseits. Und das andere Extrem ist Al-Kufr im Grunde genommen, weil man glaubt nicht mehr an das Jenseits. Auf jeden Fall, das ist nicht unser Thema, das so weit auszuweiten. Aber wenn man jetzt einem Kind schlechte Kleider anzieht, oder nicht die besten der besten Kleider anzieht, das ist damit gemeint, damit er nicht auffällt, damit die Leute nicht ihn anschauen, das ist inshallah keine schlimme Sache. Okay. Was ist mit Papierfetzen, die manche Leute, auf die sie Koranverse schreiben und die sie dann einem Kind aufhängen, als Band oder was weiß ich. Ja. Darunter gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Und die offensichtliche Bedeutung des Hadithes, die wir gerade erwähnt haben, ist, dass es nicht erlaubt ist. Und was übel ist, ist, dass manche Leute schreiben den Koran in ganz kleiner Schrift und machen es in eine Box und hängen es auf und dann das Kind macht damit, was es will und geht an Orte, die unrein sind und lässt Speiche vielleicht darauf unterlaufen und vielleicht wird es selbst unrein, was weiß ich. Auf jeden Fall, all diese Sachen sind nichts anderes als eine Erniedrigung und also das Gegenteil von Respekt, ja, gegenüber dem Koran, den Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Auf jeden Fall, solche Sachen darf man nicht machen, weil erstens gehört es nicht zu der Sache, die Leute damals gemacht haben, und zweitens aufgrund der Sachen, die sich daraus ergeben, besonders bei einem Kleinkind. Besonders bei einem Kleinkind. Leider, manche Menschen haben aus den Ibadat im Islam eine Sache gemacht. Wir wollen
nur den Segen davon haben, nach dem Sinn. Also wir machen das, um gesegnet zu werden. Ich meine, wie wird man gesegnet, wenn man natürlich es richtig macht, ja? Aber sie, zum Beispiel, was will ich damit sagen? Manche Leute, als ich einmal in, wer ist es, nach der Umrah, bin ich, anscheinend habe ich mich draußen umgezogen, da wollte ich nochmal reingehen mit den, hatte ich eine Tasche dabei, besser gesagt eine Tüte dabei und hatte ich meine Kleidung von der Umrah da drin gehabt, ja? Und dann hat der Wächter, wollte mich nicht reinlassen in die Moschee. Also mit der Tüte, hat gesagt, die Tüte lässt du draußen. Okay? Und dann habe ich auf jeden Fall mit ihm geredet und gefragt, warum darf ich die Tüte? Er hat gesagt, nein, du darfst die Tüte nicht reinnehmen, musst draußen bleiben. Nachdem er gemerkt hat, dass ich überhaupt nicht weiß, warum er mir das verbietet und so weiter und so fort, habe ich gedacht, das ist doch nur mein Ihram, ich will nicht draußen, das geht verloren dann vielleicht. Ja? Hat er mir nachher erklärt, weil manche Leute, möge Allah ihn belohnen, weil manche Leute nehmen den Ihram in den Haram rein und zum Beispiel waschen ihn mit Samsam, ja? Weil sie denken, dadurch wird es gesegnet. Oder sie reiben damit die Kaaba ein. Es gibt sehr viel. Sie reiben damit die Kaaba ein. Und das ist genauso manche Leute auch. Also wie gesagt, sie haben aus diesen Sachen gemacht, damit sie gesegnet werden. Zum Beispiel nehmen sie auch von der Kaaba, reiben sie auf der Kaaba. Es gibt nur zwei Stellen in der Kaaba, die man anfasst. Die man anfasst. Das ist der schwarze Stein und die Ecke, die jemenitische Ecke vorher, Rukn al-Yamani. Nur die beiden Stellen. Es ist Sunna, dass man sie anfasst. Und das ist gut, aber manche Leute fassen es an und reiben dann ihren Körper zum Beispiel mit ein, zum Beispiel. Oder reiben ihre Kinder dann damit ein. Also sie denken, dadurch erhalten sie Segen. Und auf jeden Fall zusammengefasst, warum lernen wir nicht von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu wa radha, der, wie wir alle kennen die Geschichte, müssen sie nur verbreiten unter den Muslimen. Ja? Wie er steht vor dem schwarzen Stein und da sagte er seinen berühmten Satz, ich schwöre bei Allah, ich weiß genau, dass du ein Stein bist, du kannst mir nichts nützen und mir auch nicht schaden. Und hätte ich nicht gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dich küsst, hätte ich dich auch nicht geküsst. Also, das war's. Also ein reines Nachmacher. Nachmachen, eine reine Nachmacherei, fertig. Braucht man nicht viel denken, Alhamdulillah. Braucht man nur einfach nachmachen. Und okay, dann hat der Prophet At-Tiwala verboten. At-Tiwala. At-Tiwala gemeint ist ein Ring, der bei der Hochzeit gekauft wird, damit der Mann es anzieht wenn der Mann es nämlich nicht anziehen würde, würde die Frau sagen, er liebt mich nicht. Also dieser Ehering. Und weil sie daran glauben, dass dieser Ring nützt und schadet. Also solange der Mann diesen Ring anhat, nutzt es der Ehe und es verbindet die beiden zusammen. Und solange der Mann, wenn es aussieht, dann glauben sie, dass das nicht mehr gut ist für die Ehe. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Frau. Ist nicht die Sache. Aber die Frau, nur allgemein, die Frau, die trägt Ringe normalerweise. Aber der Mann trägt normalerweise keine Ringe. Das heißt, wann trägt der Mann einen Ring? Vielleicht wegen Heiraten. Okay. Und wenn sie nicht daran glauben, dass es nützt oder schadet, bleibt noch welche Problematik? Problematik, ob das eine Nachmachung der Christen ist. Ja. Weil normalerweise, wir kennen das nicht aus den. Also, wie gesagt, also wenn die Christen als einzige, nicht als einzige, sondern wenn es normal ist, dass die Christen das machen und die Muslime das nicht machen, dann wäre es eine Nachmachung der Christen und wäre von dieser Hinsicht her, wäre verboten natürlich. Und wenn der Mann einen Ring aus Gold trägt, ist die Katastrophe noch schlimmer, weil aus Gold darf er keine Ringe tragen. Okay, und so hat der Prophet aus seinem geurteilt, dass diese Sachen Schirk sind, weil die Leute glauben, dass die Sachen nutzen oder schaden, obwohl weder Allah subhanahu wa ta'ala noch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns mitgeteilt, dass sie nutzen und schaden, noch hat man irgendwie herausgefunden, nachgewiesen durch Erfahrung und irgendwie durch Experimente, dass es tatsächlich nutzt. Zusammengefasst noch einmal, wann ist es großer Schirk und wann ist es keiner Schirk? Wir haben gesagt, großer Schirk ist es, wenn man glaubt, dass diese Sachen unabhängig von Allah subhanahu wa ta'ala nutzen oder schaden. Kleiner Schirk ist es, wenn man glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala darin Nutzen oder Schaden gelegt hat, obwohl es nicht der Fall ist. Obwohl es nicht der Fall ist. Dann machen wir inshallah jetzt eine 5-minütige Pause. Möge Allah euch segnen und dann machen wir inshallah weiter. Wir brauchen nicht mehr lang, vielleicht noch 20, weniger als 20 Minuten inshallah. Dann sind wir auf wunderbar in der Zeit.
وصلى الله وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Der Autor erwähnt ein Hadith über Abdullah ibn Ukaym. Wer von uns hat Abdullah ibn Ukaym schon mal vorgehört? Bestimmt keiner. Ja? Das ist, wie heißt es? Es gibt Alhamdulillah sogar extra Bücher, zum Beispiel Al-Isaba, in denen er die geredet hat über, wer ist Sahabi und wer ist kein Sahabi. Ja? Also es gibt, also was ich damit sagen will, es gibt Bücher extra über die Namen von den Sahaba. Das ist wichtig, dass man weiß, wer ist Sahabi und wer ist kein Sahabi. Damit man, warum ist es wichtig? Für die Hadith-Wissenschaft verdammt wichtig. Ja? Weil wenn ich weiß, diese Person ist ein Sahabi, khalas, das heißt, er ist vertrauenswürdig. Fertig. Brauche ich nicht mehr lange drüber nachdenken. Ja? Aber wenn ich weiß, er ist kein Sahabi, dann muss ich, oder wann hat der Sahabi gelebt? Ich meine, es gibt Sahaba, die sehr unwahrscheinlich ist, dass sie direkt mit dem Propheten überliefert haben. Das ist interessant. Ja? Es gibt, wie heißt es, aber es gibt auch Sahabi, die über andere Sahaba überliefern. Gibt es auch. Und es gibt Sahaba, das ist aber sehr selten, die über Tabi'in überliefern. Weil es geht ja praktisch rückwärts. Das Ganze, ja. Auf jeden Fall ist es für die Hadith-Wissenschaft höchst interessant und für unsere Allgemeinbildung auch. Auf jeden Fall berichtet der Autor über Abdullah ibn Ukaym, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, man ta'allaqa shay'an aw man 'allaqa shay'an, beides wukila ilayh. Das heißt, wer etwas aufhängt, von der Thematik, wer irgendwas aufhängt, der ist dieser Sache überlassen. Also gemeint ist, dann soll er davon wirklich mal suchen, versuchen, Nutzen oder Schaden zu bringen. Der Hadith bei Ahmad und bei At-Tirmidhi, der Hadith ist Hassan li-Ghayrihi. Also das ist die unterste Stufe von Authentizität, aber immer noch authentisch, Alhamdulillah. Und der Hadith brauchen wir nicht, wie heißt es, erläutern, weil wir darüber schon ausführlich geredet haben. Okay. Was uns interessiert ist jetzt, wenn man sich festklammert an jemand anderes als Allah, subhanahu wa ta'ala, in Bezug auf Nutzen und Schaden, dann ist das in drei Kategorien einzuteilen. Also kann man das in drei Kategorien, sagt der Autor, einteilen. Erstens, solch eine Person widerspricht dem Tawhid von Anfang an. Also von A bis Z macht sie etwas, was gegen den Tawhid geht. Und zwar, wenn er sich auf eine Sache stützt, wenn er sich auf eine Sache stützt und sich dabei Allah subhanahu wa ta'ala abwendet. Er wendet sich von Allah ab, stützt sich auf eine andere Sache, sucht bei ihr den Nutzen oder den Schaden. Das ist eine Katastrophe, weil das ist der große Schirk an sich. Und das ist ersichtlich bei diesen Leuten, die von toten Menschen Sachen verlangen, dass sie sie erfüllen. Und da ist eine Sache wirklich, was ein Gelehrter mal erwähnt hat, was schon viele erwähnt haben, eine interessante Sache. Solche Leute, wenn man ihnen mal versucht, ein bisschen ihren Verstand anzusprechen. Stell dir mal vor, du sitzt am Sterbebett. Am Sterbebett, nicht du stirbst, der andere stirbt. Okay? Du sitzt am Sterbebett und die Person ist am Sterben und sie ist krank und sie macht ihre letzten Atemzüge. Und sie betet und sie macht das Istighfar und vielleicht nicht, vielleicht ist sie Kafir, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, sie ist absolut hilflos. Sie braucht jemanden, der ihr einen Eimer bringt, der für sie Foto macht, der sich füttert und vielleicht noch am Tropfen angeht und so weiter und so fort. Sie ist absolut hilflos. Jetzt nach ein paar Sekunden stirbt sie. Das heißt, sie ist noch hilfloser als vorher. Und jetzt kommt der Augenblick, wo manche Leute anfangen, von dem Toten Sachen zu verlangen. Stimmt? Das ist sehr seltsam. Wenn der Verstand mitmachen würde, würde er ihm jetzt erst recht verbieten. Aber Allah musta'an, sie glauben irgendwelche Geschichten, dass sie, weiß nicht, was sie machen, die gestorben sind, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, yani, man sieht doch den Werdegang, dass es immer schlimmer abwärts geht. Wieso geht es plötzlich auf? Auf jeden Fall, das ist nur eine Sache nebenbei. Zweitens, was manche Leute machen, leider, sie stützen sich auf etwas, was gesetzlich erlaubt ist, wie Medikamente zum Beispiel. Aber sie sind sich der Sache unbewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der ist, der die Ursachen gesetzt hat. Einfach unbewusst. Sie machen sich nicht bewusst, dass die Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, sie können wirken, wenn Allah wirkt, und sie wirken nicht, wenn Allah nicht will. Und jeder von uns weiß mit Gewissheit,
dass manche Sachen bei manchen Personen wirken und die gleiche Sache wirken bei anderen Personen nicht. Wer ist derjenige, der die Ursachen setzt und wer ist derjenige, der Nutzen und Schaden gibt? Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine zweite Kategorie. Und das ist eine Art von Schirk, dass man sich von Allah subhanahu wa ta'ala abwendet. Aber wir sagen nicht die große Schirk, aber es ist eine Art von Schirk, und vor der wir uns, das ist eine Sache, die wir uns bewusst machen müssen. Die dritte Sache, die dritte Kategorie, wenn man sich von Allah subhanahu wa ta'ala abwendet in solchen Angelegenheiten, ist, also abwendet im Sinne von, also sich an andere Sachen klammert, außer nur Allah subhanahu wa ta'ala, ist die gesunde, der gesunde Weg, den die Leute, den die gläubigen Menschen machen, den gläubigen Menschen gehen, und zwar, dass sie glauben und Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen, dass er derjenige ist, der die Ursachen gesetzt hat, und er derjenige ist, der nützt und schadet, und wenn er will, dann nutzt diese eine Ursache überhaupt nichts, und wenn er will, dann schadet sie, und dass all diese Sachen nur wirken durch den Willen Allahs subhanahu wa ta'ala. Nur wenn Allah will, wirkt es. Und das ist jetzt ein kleiner, feiner Unterschied zwischen der Ahl Sunnah und Jama'ah und der Asha'ira in dieser Thematik, weil die Asha'ira, die Asha'riya, ja, sie sagen, dass diese Medikamente zum Beispiel oder Papier, das brennt, was weiß ich, sie sagen, dass diese Sachen selbst machen das nicht. Also sie sagen zum Beispiel, das Medikament hat nicht geheilt. Wer das sagt, sagen sie, ist Kafir. Warum? Weil sie sagen, du hast einen Gott neben Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist derjenige, der heilt. Ash-Shafi. Allah ist Ash-Shafi. Das ist im Hadith Ash-Shafi. Allah ist Ash-Shafi. Aber wie kannst du sagen, das Medikament hat geheilt? Sie sagen, also das ist eine Form von Schirk. Keine Frage. Aber die Antwort darauf ist ganz einfach, logisch und so wie es auch tatsächlich ist, dass diese Medikamente, wie wir glauben, sie wirken tatsächlich, aber durch den Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein feiner Unterschied, ob ich sage, sie wirken oder sie wirken nicht. Ein anderes Beispiel, vielleicht noch verdeutlicher, sie sagen dir, wenn du Papier nimmst und ein Feuerzeug dran hältst, dann brennst du nicht mit dem Feuer das Papier an, sondern sie sagen dir, dadurch, dass du das Feuer an das Papier gehalten hast, hast du eine Ursache gemacht, die dazu führt, dass Allah Feuer erschafft, die bei diesem Papier brennt. Okay? Das ist ein feiner Unterschied, aber ein feiner oder großer Unterschied, wie du willst. Ja? Aber auf jeden Fall, der gesunde Glaube ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der diese Gesetze erschaffen hat. Wenn dieses Papier eine bestimmte Temperatur erreicht, dann brennt es. Und warum brennt es? Weil Allah wollte. Tayyib. Was ist der Beweis dafür? Ja, wenn Allah nämlich will, dann brennt es und trotzdem ist es nicht heiß. Also, wie Allah will. Ja, wie die Geschichte von Ibrahim, die bei Al-Bukhari überliefert ist und natürlich im Koran natürlich überliefert ist. Erst recht. Tayyib. Das ist das, was zu diesem Thema. Und jetzt noch die letzte Angelegenheit. Was ist, wenn man Koran aufhängt? Koran aufhängt im Zimmer, auf eine Tafel oder auf ein Papier oder was auch immer, und im Auto oder irgendwas, indem man glaubt, nicht als Schmuck oder so, als Schmuck sowieso ist nicht gerade erwünscht, aber wenn man da glaubt daran, dass durch die alte Kursi das Haus befreit von den Shaitan, ja, durch diesen Vers, den man aufgehängt hat, oder was auch immer. Diese Sache, manche Gelehrte haben diese Sache erlaubt. Und sie haben sich gestützt auf die allgemeine Aussage Allah subhanahu wa ta'ala. Also sie machen das auch bei kranken Leuten, ja? Also zum Beispiel, wenn jemand krank ist, dann hängen sie im Koran auf oder irgendwas. Oder auf jeden Fall in dieser Hinsicht, ja? Manche Gelehrte haben das erlaubt, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Und wir senden vom Koran herab, was Heilung und Barmherzigkeit für die gläubigen Menschen ist. Also haben sie gesagt, der ganze Koran ist eine Heilung. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Vers nicht mitgeteilt, wie man den Koran anwendet, um zu heilen. Also haben sie gesagt, jede Art und Weise zu heilen ist erlaubt. Jede Art und Weise zu heilen ist erlaubt mit dem Koran. Es gibt auch andere Sachen, die erwähnt wurden. Auf jeden Fall, das ist eine Ansicht unter den Salaf as-Salih. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Dass sie gesagt haben, dass es erlaubt ist. Andere von ihnen haben gesagt, dass dies nicht erlaubt ist. Warum haben sie das gesagt?
Und das ist zweifellos die stärkere Ansicht. Denn wir betrachten den Koran nicht alleine, sondern wir betrachten den Koran immer mit der Sunna zusammen. Und in der Sunna hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht, wie wir Ruqya machen können. Mit dem Koran oder mit den Ad'iya, Plural von Dua. Und das ist normalerweise der Weg, dass man schaut, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran umgesetzt. Das ist der gesunde Weg und der sicherere Weg. Also sowieso wird dir keiner sagen, mach das eine und lass das andere weg, sondern jeder wird dir sagen, es geht nur darum, ob es erlaubt ist oder nicht erlaubt ist bei dem ersten Thematik. Ja? Aber ansonsten trotzdem, das Beste ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. So wie er den Koran einem Kranken vorgelesen hat. So darfst du das machen für den Kranken. Das ist auch über Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu überliefert, eben, dass das nicht erlaubt ist in dieser Form. Aber wie dem auch sei, es gibt einen deutlichen Unterschied in dieser Thematik zwischen jemanden, der Nafth macht. Nafth, haben wir gesagt, ist, dass man bläst in seine Hände zum Beispiel oder auf die Wunde, was ich bläst mit ein bisschen Speichelflüssigkeit und Koran liest. Das ist eine andere Sache. Es ist wie wenn du ein tatsächliches Heilmittel an die Stelle tust, die schmerzt oder wo das Unheil ist. Ist mit Sicherheit was anderes, als dass man einfach nur Koranverse aufhängt. Denn das wird gar nicht gelesen. Und was überliefert worden ist, dass man die Dua spricht, dass man das alles liest und aufsagt. Und deswegen sagen wir zusammengefasst, das soll man nicht machen. Solche Sachen soll man nicht machen. Dass man zum Beispiel Ayat al-Kursi irgendwie auf der Brust aufhängt, also geschrieben irgendwie in eine Hülle reintut und was weiß ich. Und manchmal schreiben sie es ganz, ganz klein und machen sich zu, kann man nicht mehr aufmachen. Ich weiß nicht, die Sachen, wo die Leute so etwas herhaben. Und diese Sachen sind auf jeden Fall nicht über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und wir sind nicht verpflichtet, jemandem anderes zu folgen, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also auch wenn jemand von den Salaf so etwas gesagt hat und es gibt andere, die ihn widersprochen haben, dann haben wir das Recht und die Pflicht, das zu tun, was eher richtig ist, als dass wir sagen, ja, beides ist überliefert über die Salaf, nicht über den Prophet, sondern über die Salaf, deswegen dürfen wir uns aussuchen, was wir machen. Nein, dann machen wir lieber das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns vorgemacht hat. Der Autor sagt allerdings, ich werde nicht sagen, dass es haram ist, denn die damals Leute haben auch nicht gesagt, dass es haram ist. Und deswegen sage ich das auch nicht. Aber, sagt er, sobald solche Sachen in Verbindung kommen mit Schirk, egal wie, in Verbindung kommen mit Schirk, oder dass man einen Vers aufhängt und dass er irgendwie, zum Beispiel hängt man irgendwo auf in einen unreinen Ort, das ist was anderes. Dann ist es verboten aufgrund der Sache, die man zusätzlich noch getan hat. Okay. Allerdings, wenn man Ruqya macht, und es ist frei von Schirk, dann ist es halal. Dann ist es frei von Schirk und es ist halal. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, er hat zum Beispiel gesagt, in einer Form von Ruqya ist er, Allahumma rabban nas, adhib al-bas, ishfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqama oder suqma. Das heißt, O Allah, du Herr der Menschen, nimm das Unheil hinfort, heile, denn du bist der Heiler. Es gibt keinen Heiler außer dir. Heile so, dass keine Spur mehr hinterlassen wird. Heile so, dass keine Spur mehr hinterlassen wird. Oder, dass man einfach, auch wenn das nicht überliefert ist, man einfach sagt, oh Allah, heile ihn. Allahumma shfi. Oh Allah, heile ihn. Oh Allah, in deiner Sprache, egal welche Sprache. Auf Pashto oder Urdu oder egal welche Sprache kannst du das sprechen. Okay, jetzt sagt der Autor eine Sache, über die wir am Anfang gesprochen haben, und das ist der vorletzte Punkt. Und zwar sagt der Autor nur, damit wir versuchen ja auch, wir sind ja dabei, einen Text zu erklären. Dieses Buch hat einen Text von einem Autor geschrieben. Und dieser Text, der stark kurz zusammengefasst ist, wird erläutert. Wir machen die Erläuterung. Wir lesen den Text nicht immer
wortwörtlich vor, weil uns geht es um den Inhalt. Warum? Wir können auch jedes andere Buch behandeln. Es geht uns nur darum, dass wir eine Vorgehensweise haben, dass wir Alhamdulillah auf jeden Fall unseren Tawhid gelernt haben und umsetzen, egal welches Buch wir behandeln. Hauptsache es ist richtig. Ja? Und deswegen lesen wir nicht jedes einzelne Wort vor, wie es da steht. Deswegen mache ich auch keine Übersetzung wortwörtlich. Es geht hier um inhaltliche Übersetzung. Außer bei den Hadithen und den Versen versuche ich, soweit ich kann, die Verse und die Hadithe so zu richtig zu übersetzen. Der Prophet, sagt er, Autor, hat erlaubt, dass man Ruqya macht wegen Ain und Humma. Wegen Ain und Humma. Ain kennen wir, Ain, Nazar. Okay. Humma ist Vergiftung. Okay, wir haben am Anfang, ich erinnere noch einmal dran, obwohl wir schon eigentlich fertig erklärt haben, und zwar haben wir am Anfang gesagt, der Prophet hat gesagt, es gibt keine Ruqya, außer in Bezug auf Ain und Vergiftung. Und dann haben wir ausführlich erklärt, dass es mehr als eine Auslegung zu diesem Hadith gibt. Die eine Auslegung ist, dass es gibt gemeint ist nicht, dass man keine Ruqya machen darf, außer in Bezug auf Ain und Humma, sondern gemeint ist, dass man, dass die Ruqya am meisten hilft in Bezug auf Ain und Humma, Vergiftung. Das ist die eine Auslegung, die wir gesagt haben. Und die zweite Auslegung, die wir gesagt haben, ist, dass der Prophet, das gemeint ist hier nicht mit Ruqya, sondern gemeint ist mit Ruqya, nicht, dass man also jemand anderes Koran vorliest, du bist betroffen mit Ain und ich lese dir das Koran vor, damit du davon betroffen wirst, sondern das ist die eine Auslegung. Die zweite Auslegung ist, dass damit gemeint ist, dass der Betroffene, der Kranke, der also von Ain betroffen ist oder von Vergiftung betroffen ist, dass er Ruqya verlangen darf. In diesen zwei Punkten, in diesen zwei Themen. Und zwar bei anderen nicht. Weder bei Fieber noch bei irgendwelchen anderen Krankheiten darf er es nicht verlangen. Okay? Und was ist der Beweis dafür? Was ist der Beweis dafür, dass mit dem Hadith, dass mit dem Hadith nicht gemeint ist, die offensichtliche Bedeutung? Und zwar, dass man Ruqya nicht machen darf für Ain und Humma. Dass man Ruqya nur machen darf für Ain und Humma, ist nicht mit dem Hadith gemeint. Warum? Beweis, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst Ruqya gemacht hat, wenn er Fieber gehabt hat. Halas? Und das ist nicht in dem Hadith überliefert. Das ist nicht jetzt Ain und Humma, Ain und Vergiftung gemeint, erwähnt. Insofern kann das der Prophet nicht damit, kann das nicht damit gemeint sein. Ich denke, das haben wir jetzt ausführlich gesagt. Als letzter Punkt lassen die drei Voraussetzungen dafür, dass Ruqya erlaubt ist. Erstens, dass man nicht glaubt, dass diese Ruqya alleine hilft ohne Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist offensichtlich. Das ist Haram, das ist zweifellos Schirk. Sondern man glaubt, dass Ruqya hilft mit der Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala. Zweitens, dass die Form der Ruqya, die man macht, übereinstimmt mit der Scharia. Das ist nicht also. Also das ist einfach mit der Scharia, so wie der Prophet es uns vorgemacht hat und die rechtschaffenden Menschen nach ihm es von ihm übernommen haben und verstanden haben. Also wenn es irgendwie eine Form von Anbetung von dem anderen Allah beinhaltet oder dass man, manche Leute machen Geisterbeschwörung und solche Sachen, ja, das geht auch in diese Thematik, das ist alles natürlich Haram und Schirk, keine Frage. Drittens, dass das, was man sagt, in der Ruqya verständlich ist. Manche Leute machen Sachen wie Hieroglyphen, schreiben Schriften, das sieht man, kann man, hört man leider in manchen muslimischen Ländern öfter oder sieht man sogar, dass sie Sachen aufschreiben, die kann man nicht verstehen. Das sind Buchstaben, manchmal Namen von Djinn, manchmal irgendwelche Ausdrücke, einfach, man denkt, es ist Quatsch, aber derjenige, der Sahir oder der mit Djinn zu tun hat, der weiß genau, was damit gemeint ist. Ja? Solche Sachen sind zweifellos verboten, Haram, denn es ist nur erlaubt, etwas zu machen, was übereinstimmt der Scharia und klar und deutlich verständlich ist und keine verbotene Sache beinhaltet. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.